Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Weber Grill Handschuh-Set aus Kevlar-Mischgewebe. LXL, das heißt also für etwas größere Männerhände geeignet. Natürlich auch für Weibchen und diverse, die etwas größere Händchen und Patschern haben, ist dies absolut sinnvoll, nicht wahr? Natürlich! Das Grillhandschuhset ist aus Kevlar-Mischgewebe, schwarz und mit Silikonnoppen versehen. Denn Silikonnoppen gehen immer, nicht wahr? Silikonnoppen über alles. Denn das Kevlar-Mischgewebe in Kombination mit Silikon bietet Schutz bei sehr hohen Temperaturen und einen sicheren Grip auf nahezu allen Oberflächen. Selbst einem glühenden Brikett hält der Handschuh stand. Auch heißes Gusseisen, wie es zum Beispiel heute bei den ganzen Gasgrills ist, oder in Dutch Ofen verbaut wird, oder, können wir bedenkenlos anheben und bewegen. Die Handschuhe sind in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Ich habe natürlich durch meine Fingergröße, ja, ihr wisst schon, ein bisschen größere Patscher. Deshalb, ne, tut mir leid, musste ich die größere nehmen. Ist ja klar, oder nicht? Meine Güte. Weber selber, hieß früher Weber Stephen Products LLC, ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Hersteller von Gas, Kohle und Elektrogrills im Sitz in Palatine, in Bundesstaat Illinois. Die Handschuhe selber, habe ich gesehen, kommen aber nicht aus Illinois. Die kommen aus Frankreich, wenn ich das richtig hier deute. Wo war es denn? Ne, Moment, hier steht die französische Niederlassung, dänische Niederlassung. Ja. Also der Weber Stephen Products LLC von 21 wird es immer noch stimuliert. Okay, sie kommen aus China. Alles klar. Also, wie immer, ne? Wie es sozusagen normal ist. Aber Weber selber steht für Outdoor-Küchen, für Kugelgrills, für Barbecue-Smoker und natürlich für Gas-, Kohle- und Elektrogrills. Und mit einem großen Portfolio an verschiedenem Grill-Equipment sind sie dort auch gut aufgestellt, finde ich. Die sehen nämlich nicht nur cool aus, sondern haben auch eine sehr gute Verarbeitung und sehr gute Qualität. Okay? Die oder das Unternehmen Weber Incorporated gibt es schon seit 1893 und das ist ja schon sehr, sehr, sehr lang, ne? Die Weber Stephen Deutschland GmbH wurde 1999 als Tochtergesellschaft in Ingelheim am Rhein gegründet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Weber Grill selber. Und hier haben wir die Premium Gloves am Start. Das heißt, wenn ihr grillen wollt, wenn ihr Outdoor-Küchen benutzen wollt, dann ist genau das zum Schutz das Richtige. Es ist nämlich immer Kacke, wisst ihr? Wenn man das Grillrost zum Beispiel mal drehen möchte auf einem Grillkohlegrill zum Beispiel, das passiert, ne? Wenn ihr zum Beispiel auf der einen Seite am Brutzeln seid, auf der anderen Seite am Chillen, dann wollt ihr das mal umdrehen, verbrennt man sich andauernd die Finger. Oder ihr holt das Rost raus, weil euer Kohlegrill da drinnen zum Beispiel gerade am Ausflippen ist, dann müsst ihr den zum Beispiel neu antrippieren, müsst ihr das Grillrost raus. Was macht ihr? Ihr greift natürlich das Grillrost an. Was passiert? Ihr verbrennt euch die Finger. Oder gusseisernes Zeugs beim Gasgrill. Euch ist ein Steak durch die Lamelle gefallen. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ihr könnt das doch nicht da unten lassen. Es geht doch kaputt. Das wäre nicht okay. Ist nicht nachhaltig. Also holen wir das gusseiserne Zeugs raus. Im schlimmsten Fall legen wir es natürlich noch aufs feuchte Gras. Dann platzt uns das. Dann brennt uns auch noch das Gras ab. Was machen wir mit den Premium Gloves hier? Wir heben es hoch, natürlich recht zügig, okay, holen das Steak raus, machen es wieder drauf. Und das können diese Premium-Handschuhe wirklich ganz gut. Obwohl sie jetzt nicht monströs fett krass am Start sind, dass sie so 5 cm Isolierung haben. Nein, die sind fein, wir können vernünftig greifen. Im Prinzip sind sie zu vergleichen mit solchen Griffhandschuhen in der Logistik. Die man auch sehr gerne im Handwerk trägt. Das sind sehr, sehr kompakte
Handschuhe, die auch noch den Grip mitbringen. Und das können diese Premium Gloves ja auch. Verpackungstechnisch, bebertechnisch, schwarz, rot, weiß. Ja, genau. Aufgestellt und ein bisschen graus noch dabei. Es ist UKCA EAC geprüft. Das heißt also, es darf in Europa vertrieben werden. Wir holen es mal raus. So. Ja. Boah. Und boah. So, hier sind sie. Da, so sehen sie aus, die Botten. Ne? Die Handbotten. So, Nummer 2. Ihr seht hier auch schon, die sehen aus wie, im Prinzip sehen sie aus wie Strickhandschuhe, wisst ihr? Na, als ob da der Mutti gehäkelt hat oder so, aber dem ist nicht so. Fette Bedienungsanleitung, warum auch immer. Schauen wir mal, was da so drin steht. Englisch, Spanisch, Tschechisch, Norwegisch, Französisch, also in verschiedenen Sprachen, Polnisch, Dänisch, Niederländisch, okay. Also das sind, glaube ich, nur Produktinformationen etc. So, wir haben auf der Oberseite haben wir einen Kugelgrill abgebildet. Warum ein Kugelgrill? Weil nämlich die Firma Weber damit anfing. Die haben Kugelgrills gebaut, machen sie immer noch. Und das ist auch die typische Weber-Kugelgrillform, die hier abgebildet ist. Ne? So, und dann haben wir hier das Kevlar-Gerüst, welches zu einem schönen Stoff verarbeitet worden ist. Fühlt sich schön weich an. Wir haben auch hier einen Aufhängfreund. Es ist 100% Aramid. Das Futter ist aus 80% Baumwolle und 20% Polyester. Das heißt, wir flutschen hier rein, zack, können schön durchgreifen. Ich ziehe mal mein Zeugs ein bisschen hoch. Die Uhr kann auch noch drinnen verschwinden, wie ihr seht. Also überhaupt kein Problem. So, und jetzt bin ich drinnen. Jetzt geht das Organstückchen hier meinen Arm noch hoch. Sagen wir mal 2 Großuhren breit, geht es hoch. Und ich habe jetzt hier einen sehr guten Grip mit jedem einzelnen Finger. Es ist jetzt, es fühlt sich jetzt so an wie ein etwas dickerer Arbeitshandschuh, wie ich vorhin schon sagte. Mit diesen Arbeitshandschuhen kann man sehr gut greifen durch die Silikonkumpels hier. Und sie sind so schön zusammengestrickt mit einer Wabenstruktur zusammengesetzt, dass dort überall kleine Lufteinlässe sind. Ne? Erstmal die Luft kann zirkulieren, das heißt, wir sollten jetzt nicht so stark schwitzen da drinnen. Aber da sind auch so kleine Luftbläschen da drin. Ne? Und die isolieren dann natürlich gegen die Hitze auch sehr gut. Dazu kommt natürlich noch der Kevlarstoff, der sehr hitzebeständig ist. Und das in Kombination mit der Webstruktur und den Stoffen, die verwendet worden sind, hält uns dort vor der krassen Hitze fern. Das heißt also, wir können eine gewisse Zeit können wir natürlich mit diesen Freunden hier das heiße Rost, die heiße Area betatschen und benutzen. Ihr könnt sie auch woanders benutzen, ihr müsst sie nicht nur beim Grillen benutzen, ihr könnt sie auch benutzen, wenn ihr zum Beispiel Fondue gemacht habt und danach der Fondue-Topf weg muss oder so. Ist auch sehr sinnvoll, dann diese Handschuhe hier zu nützen dafür, um dort seine Fingerchens zu schützen. Wir können diese Handschuhe natürlich auch in die Waschmaschine packen, würde ich behaupten. Also ich würde sie waschen, ne, weil die sind ja hitzebeständig und die sollen natürlich nur Handwäsche kriegen, sehe ich hier auf dem Zettelchen. Aber so gut wie jede Maschine heute, Waschmaschine, hat ja ein Handwaschprogramm. Ich würde es dort dann mit waschen. Ne? Und dadurch, dass es ja hitzebeständig ist, sollte die Temperatur dort zweitrangig sein. Ne? Also die sollten das schon aushalten. Sie sind mehrfach verwendbar. Wenn sie dreckig geworden sind, können wir sie waschen. Das heißt also, es sind jetzt keine Wegschmeißhandschuhe, sondern die sollen schon ein paar Jahre in Verwendung bei unseren Outdoor-Aktivitäten im Grillsegment bleiben. Der Auswuchs hier ist meine Uhr. Ne? Die ist nämlich jetzt auch noch hitzegeschützt. Ich sage Weber Grillhandschuh-Set aus Kevlar Mischgewebe. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback
Und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.